Hoffentlich mit Level 45 neue Magie lernen. Also durch Runensteine und so. Die Gegner vermute ich einfach mal halten so um die 900 bis 1000 durch. Aber es ist nur eine Vermutung. Aber sie gehen wenigstens jetzt relativ schnell durch den nochmal 30 Angriffspunkte nur allein durch den Schrein. Plus noch das eine andere Level. Und auch mit denen kriege ich mein Level irgendwann. Hallo ja, Cherubin-Gildenmitglieder, die wie ich sonst was kann. Könntest du ein paar viele, oder? Also erstmal den Schattenenergie, danach probiere ich ein paar andere Sachen. Treffe alle Gegner, natürlich mit gutem Schaden. Halt genau 140. Wenn wenigstens durch die MP-Punkte die Heilung noch mehr verstärkt werden könnte, wäre es ja ganz gut, aber so, naja. Fünfhundert sind nicht genug, Schmeidebacke. Okay, ich habe jetzt ein wenig rumgespielt. Okay, wieder einer weniger. Und wieder ein bisschen Platz mehr, was ich durchsuchen kann. Schlaftrank. Also wenn wir gute Bücher lesen wollen, gehen wir woanders hin. Kronen. Wo sind die guten Kronensachen, die ich davor mal hatte? Egal. So, und du machst das mit schwarzer Energie. Und die erste Hälfte schon tot von den Feinden. Weg waren sie, 8500 Erfahrungspunkte, Stufe 45. Und tschüss. Willkommen bei Vampire's Dawn Musik. Na, vielleicht LP ich das Spiel auch irgendwann. Aber auch nur vielleicht.
Was machen denn Parfümfiolen hier? Oje. Es gibt auch weibliche Cherubim-Mitglieder. Nur für die, die es nicht wissen. Also, Ellen. Treffen, Ellen, treffen. Bogenbeschuss. Was das andere für ein Zauber ist, Reflektor oder Magieabwehr oder sowas in der Richtung, eher uninteressant. Ich habe hier schon mehr als genug Magieverteidigung. Hehe. Ja, und bald macht Ellen 300 Schaden, wenn es so weitergeht. Hm. 700. Ja, die kritischen hauen rein. Ab ins Jenseits mit dir. Mickrige Kronen erhalten. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Ein Smaragd. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr. Aber wenn wir dabei sind, ich muss jetzt sowieso hier raus, weil neue Ausrüstung und so. Die werde ich mir ja wohl leisten dürfen. Trotzdem schaue ich mal, ob zufällig diese Stadt hier einen Waffenladen besitzt. Ganz zufällig. Wär glücklich drüber. Den Inn haben die am meisten, ja. Nee. Da 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 da. Julian. Hört sich schon so an. Auf jeden Fall ein zu starkes Schloss von den Cherubin. Nicht Kannibaren, Cherubin. Ja, nieder mit den Cherubianern. Die werden auch immer teurer. Vampirhelm. Vampirschild, okay. Nee, egal. Habe ich ein bisschen zu viel ausgegeben. Halt. Also. Feuerschwert. Schwert mit Feuerschaden. Oh Gott. Bogen sehr schwer, jedoch stark. Und die vergiftete Axt. Do 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 do.
glaube ich, kaum, weil ich die wieder brauche, aber irgendwie will ich sie doch so ein bisschen behalten noch. Man weiß nie bei dem hier. Scheiße, zu wenig. Also jetzt haben wir die 700er Tränke und die 200er Mana Tränke. Werden allerdings langsam wirklich teuer. Ihr tauben Schweine, stirbt! Ihr dressierten Schweine seid schlecht in Form. Blauer Stein. Haare färben. Kleiner Tank unbrauchbar. Viele Bücher über Komik. Schaden kriegen wir zwar eher weniger, aber hehe. Schaden machen wir jetzt wesentlich mehr. Oder wenigstens gilt das für Ellen. Anscheinend mögen die Viecher Feuer nicht unbedingt. Scheiße, das hat hier wirklich ein Element drauf. Crap. Dafür ist die Hälfte der Gegner. Ernsthaft, das ist die schlechteste Waffe aller Zeiten, weil 80% aller Gegner allgemein gegen Feuerimmun sind. Das weiß sogar ich. Und da weiß jeder. Hab hier jetzt keine Wahl, als mit ihm mit Magie anzugreifen. Ich weiß schon, warum ich die Waffe irgendwie behalten habe. Hier steht etwas über einen Schrein, der befindet sich südlich von Schloss Shamas. Gut, merken. Moment mal, mir fällt gerade auf. Agreement hat Ellen nach seinem eigenen Abbild designt. Agreement. Du wirst dich auch einer Gilde anschließen oder danach die Gilde, andere Gilde auch einfach ausrotten? Nur weil du in einen Dungeon willst? Einfach so? Teilweise ohne triftigen Grund würdest du ganze Schlösser ausrotten? Da bist du aber gar nicht von der guten Seite. Warte mal. Die Treppe war auf der anderen Seite vom Schloss. Hm.
Ich meine, das in den Schlössern hätte man wesentlich besser lösen können. Ich hoffe, keine Immunitäten. Gut. Also ich muss das bei einem anderen Gegner gerade ausprobieren. Bier. Oder auch nicht. Ja, das Vieh ist immun. Weniger daneben hauen, als das Treffen. Wir sind eigentlich so viele Gegner gegen Feuer immun. Ich meine, Feuer ist kein reguläres Element. Damit meine ich, keiner von den Charakteren kann Feuer lernen und es standardmäßig einsetzen, lediglich als Tränke, und dann sind so extrem viele immun. Das passt einfach irgendwie überhaupt gar nicht zusammen. Ihr habt den Kampf gewonnen, 7-5, okay. Tada, gewonnen. Das hat er allerdings noch nie gesagt. Tada, umgebracht. Und noch eine Leiche mehr in der Welt. Oh oh, ich glaube, die sind alle gegen Ellen immun. Ja, die sind alle komplett immun gegen Ellen. Scheiße, oder? Gegenstand. Magische Flasche. Ellen. Der bin ich jetzt viel Mana verbrauchen. Verteidigung bringt immer noch irgendwie nichts. Außer ein bisschen mehr Verteidigung. Ach, 2. Auf Wiedersehen in der Hölle. Wieso gibt es von den Kannibaren nicht unendlich? Dann den konnte man bisher immer so relativ gescheit trainieren. Die kann man auch gut einschätzen. Hier liegt was zwischen den Büchern. Wie kannst du dir auch sonst drin stecken, diese kleine Anzahl? Nun ja, wenn man solche Sicherheit besitzt, sollte man sich überlegen, ob das Leben noch lebenswert ist. Ich bringe mich um und ich hacke mir den Kopf ab, sind hier im Regal.